kommt, kann sie nicht spielen. Und wem glauben die anderen kein Wort? Okay, das war's. Wenn alles bricht, es nichts mehr gibt, die Uhr nicht tickt. Hallo, liebe Couples. Alles erscheint in neuem Licht, was wichtig ist und was nicht. Herzlich willkommen zur allerersten Liebesprüfung. Ihr müsst jetzt entscheiden, welches Paar aus eurer Sicht fake ist. Das Paar, das die meisten Stimmen bekommt, muss noch heute Abend ausziehen. Entlarvt ihr ein Fake-Paar, kommt 10.000 Euro in den Gewinnertopf. Ist das Paar aber real, bedeutet das keine Kohle. Ihr solltet euch also wirklich gut überlegen, wen ihr heute Abend nominiert. André und Denise, welches Paar ist aus eurer Sicht fake? Wir denken, dass dieses Couple fake ist, weil wir aus unserer Sicht klingt das alles wie ein Drehbuch, was sie uns dort erzählt. Jedes kleinste Detail abgesprochen, inszeniert. Wir denken, das Fake Couple ist Kim und Caro. Es fiel uns auch wirklich nicht leicht. Wir mögen euch alles alle cool. Wirklich. Ach, alles super cool. Gerne. Wirklich. Das haben wir ja vorhin auch gesagt. Wenn es wirklich real ist, dann ist es wirklich eine wunderschöne Beziehung. Definitiv. Das war ein schöner Satz, den du gesagt hast. Ja. Sean und Leroy. Wen nominiert ihr und was ist der Grund? Wir sind auf jeden Fall zu dem Schluss gekommen, dass wir folgendes Couple wählen, weil wir einfach Indizien dafür gefunden haben, dass es mehr Fake sein könnte als real. Und vor allen Dingen, weil wir auch die Interaktion zwischen den beiden, wie sag ich das, nicht grob, aber trotzdem fehlte da trotzdem manchmal das gewisse Gefühl für besonders Berührungen und Intimität. Und das Paar, was wir gewählt haben, ist Daniel und Lisa. Kann ich nicht verstehen, aber ist, wenn, ja. Wir wissen das, was nicht sind. Ja, überrascht mich halt selber auch gerade. Ja, mich auch. Also es ist halt, wenn das wirklich so der Eindruck ist. Ist ja klar. Maria und Fiona. Wen möchtet ihr denn nach Hause schicken und was ist der Grund dafür? Wir denken, dass die Beziehung von zwei super sympathischen Menschen leider nicht echt ist. Und deswegen nominieren wir Leroy und Sean. Aber wir mögen euch wirklich sehr. Du, alles gut. Wir wollen auch echt nicht, dass ihr geht, weil ihr seid mega. Ja, nee, aber alles gut. Sean, du bist so ruhig. Was macht das mit dir? Ja, kratzt natürlich am Ego. Fernando und Mina. Wer glaubt ihr ist fake und warum? Also das Paar, was uns halt nicht so überzeugt hat, ja, und wo man halt nicht so, ja, wie soll ich sagen, die Liebe gespürt hat. Fühlt euch bitte nicht angegriffen. Aber das Paar, welches wir ausgewählt haben, ist André und Denise. Okay. Okay. Das habe ich jetzt nicht gerechnet. Ist ja aber eben noch ein Spiel. Ja. Damit haben vier Couples jeweils eine Stimme. Denise und André, Leroy und Sean, Daniel und Lisa und Caro und Kim. Radwan und Fedora, wen wollt ihr noch heute Abend nach Hause schicken und warum? Ja, das Paar, was uns nicht so überzeugt hat, weil wir dachten, da fehlt zwischendurch vielleicht mal die Zweisamkeit und eben halt die emotionale Nähe. Das war für uns Daniel und Lisa.
Das ist heftig. Ihr seid unglaublich tolle Personen. Ja, ich finde das echt interessant, aber ja, muss man eben mal. Aber gut, ihr werdet ja alle sehen, dass wir leben, dass wir. Ist auch egal. Ja, sollen wir machen. Das ist krass, aber so ist das. Das ist dann doch das Persönliche. Leute, es tut mir so leid, wirklich. Vielleicht war es auch echt eine Müdigkeit, als ihr so nebeneinander auf der Bank saß, aber ihr. Wir sind ein Paar. Aber ich glaube, es ist sehr viel persönlich entschieden worden, doch nach der Person. Ich kann mir schon vorstellen, da bilden sich ja jetzt so gerade so ein paar Freundschaften und so, aber natürlich wird auch immer mehr Misstrauen geschürt und so. Das ist ja natürlich alles ganz normal. Ja, ist auch, doch, ist doch nicht so. Wenn wir den Eindruck, wenn das so ist, wenn das einfach so fehlt, dann ist das einfach so. Das muss man jetzt einfach so hinnehmen. Das ist einfach und was wir für ein Paar sind. Ist das jetzt gut. Kim und Caro, wen nominiert ihr und warum? Also, wir sind beide totale Bauchgefühlmenschen und haben sehr darauf geachtet, was wir einfach gespürt haben, so im Austausch. Und wir haben ein Couple nominiert, was sehr gut zusammenpasst für uns, wo wir aber unsicher sind, ob es für eine Beziehung ist oder eher eine sehr, sehr innige Freundschaft. Das Couple, was wir nominieren, ist Freddy und Ready. Ja, also wir haben es jetzt nicht erwartet, aber es ist okay. Jeder hat seine Meinung. Genau. Daniel und Lisa, ihr habt zwei Stimmen. Jetzt dürft ihr nominieren. Wem glaubt ihr am wenigsten? Wer ist aus eurer Sicht fake und warum? Also das Couple, wo wir glauben, das ist ein Fake. Da hat mir am Anfang, auch am ersten Tag, so ein bisschen das Funkeln in den Augen gefehlt und auch so ein bisschen Background-Geschichte. Und das Couple, was wir nominieren, sind Maria und Fiona. Den Namen vergessen. Wir müssen hier niemandem was beweisen, aber ich denke, ist doch alles gut. Wir sind hier, um euch zu zeigen, dass wir das perfekte Paar sind. Und das werden wir, denke ich, noch. Und ansonsten ist es eure Meinung. Alles gut. Ja. Von wegen. Bei Daniel und Lisa ist nicht alles gut. Sie sind die Einzigen, die zwei Stimmen haben und es ist nur noch eine zu vergeben. Robin und Waldi, ihr lauft nicht mehr Gefahr, heute gehen zu müssen. Ihr vergebt die letzte Stimme. Aber ihr könnt vielleicht das Zünglein an der Waage sein. Was ist eure Entscheidung? Wir haben uns unserer Meinung nach für das Couple entschieden, wo es die meisten Ungereimtheiten gibt. Da gab es einfach so ein paar Sachen, die für uns zu auffällig gewesen sind. Und deswegen ist das Couple, für welches wir uns entschieden haben, André und Denise. Okay. Wir sind die Wackelkandidaten. Unentschieden, oder? So, das bedeutet, ihr habt alle abgestimmt. Wir haben einen Unentschieden. Denise und André haben zwei Stimmen. Und Lisa und Daniel haben zwei Stimmen. Jetzt haben wir ja gestern das erste Love Game gemacht und da guckt die Caro schon weg. Das haben die beiden hier gewonnen, Caro und Kim. Und deswegen wollen wir jetzt wissen, wen von den beiden ihr für fake haltet. Richtig Herzklopfen. Das Couple, was wir nominieren, ist Denise und André. Ich nehme es auf jeden Fall nicht persönlich, aber es schmerzt natürlich sehr jetzt momentan. Ja, auf jeden Fall. Definitiv, wir wollten gerne länger bleiben. Ich muss
muss natürlich meine Emotionen jetzt gerade im Griff halten. Ja. Nicht, dass ich gleich anfange zu weinen. Das ist schon. Wir haben euch echt ins Herz geschlossen. Ja. Wir wären gerne noch länger deswegen geblieben. Deswegen, ihr seid echt, echt super tolle Leute. Denise und André, bitte kommt zu mir. Und ich dachte, wir gewinnen. Denise und André, wie ist das für euch, dass eure Liebe jetzt hier von den anderen Paaren in Frage gestellt wird? Wir sind natürlich sehr, sehr traurig, dass ihr uns so eingeschätzt habt, dass wir kein reales Paar sind. Aber wir sind wirklich, wirklich glücklich, dass wir diese Erfahrung mitnehmen konnten und dass wir auch hier sein durften. Jetzt wollen wir natürlich auch alle wissen, uns brennt allen die Frage unter den Nägeln. Liebt ihr euch wirklich, seid ihr echt oder seid ihr fake? Wir sind. Ein echtes Couple. Ja, sehr gut. Das sind wir wirklich. Ja. Tell me a story where the good guys went. You were the best of us. Wir haben ja immer noch uns. I have a dream we can swallow by the ocean and it don't hurt. Denise und André sind ein Real Couple. Ich kann mir definitiv vorstellen, ja, definitiv. Mit André bis zum Tod zusammen zu bleiben. Ja, schön. Bis dass der Tod uns scheidet. Die Rente wird auch toll. Ich liebe meinen André über alles und gebe ihn noch niemals her. So sollte eigentlich jede Beziehung sein, dass es ein Geben und Nehmen ist. Und sie gibt mir genauso viel Liebe, wie ich sie gebe. Wir sind einfach ein Traumpaar. Ein Traumpaar. Ich liebe dich über alles, mein Schatz. Ja, für euch anderen Couples heißt das, ihr habt euch getäuscht. Ihr habt ein echtes Paar rausgewählt. Das bedeutet, die Gewinnsumme bleibt weiterhin bei 0 Euro. Das Schöne ist ja, ihr habt es gerade gesagt, ihr habt euch selber. Ihr wisst, was ihr aneinander habt und danke euch. Danke, danke. Danke. Ciao, ihr macht's gut. Noch. Tschüss. Ich dachte, wir gewinnen. No, it don't.